Der Balance Patch steht vor der Tür. Wir schauen einmal rein. Wow, das ist sehr, sehr klein. Ich hoffe, ihr könnt es so halbwegs lesen. Ich hoffe, ich kann es lesen. Weil das ist ja, das wird gefühlt immer kleiner machen. Ich brauche eine Lupe, damit ich das überhaupt hier sehen kann. Okay, let's go. Wir fangen an. Manon war abzusehen. Was hat sich geändert? Und zwar hat sich eigentlich nur geändert, dass die Abwehr, die Betäubungsrate von 50, also von 100 auf 50 runtergegangen ist, sprich die Stunrate ist ein bisschen runtergegangen und der Schaden um 22% verringert. Ich schätze, sie ist immer noch nutzvoll, so ist es nicht. Aber ich denke, dass sie mehr so im Arena-Off-Bereich interessant werden könnte, trotzdem. Ne? Da macht es nicht viel aus, sage ich mal. Aber so in der RTA, da könnte sie ein bisschen weniger gepickt werden. Davon gehe ich schon aus. Weil der Schaden um 22%, der ist schon enorm. Betäubungsrat, okay, damit könnte man nur leben. Aber der Schaden um 22% ist schon eine harte Nummer, finde ich persönlich. Weil das macht echt viel aus. Dann haben wir einen sehr unerwarteten, sehr, sehr unerwartet, Nerf. Und zwar Molly. Und zwar hat sich geändert, dass sich die Passive nicht mehr bei dir selber aktiviert, sondern nur noch, wenn ein Feind angegriffen, also wenn ein Verbündeter angegriffen wird, so rum. Ja, gut, okay, also der Glancing aktiviert sich nicht mehr bei sich selber, sondern nur noch bei Verbündeten. Das ist eine Sache, wo ich ganz ehrlich sagen muss, BK-mäßig, also ich schätze in der Arena immer noch gut spielbar, aber ich schätze, also Weltarena, aber ich denke gerade im BK eher weniger, weil man da jetzt sehr viel cleaven kann. Denke ich schon. Also Molly wird RIP sein. Gehst einfach mit Doppel-DD rein. Ja, du nukst die Molly weg. Und dann kann der andere DD den Rest wegklopfen. Dann haben wir Unimusha Dunkel. Ja gut, das ist wieder das so typisch Comtours. Das so typisch Comtours. Hat kein Schwein gejuckt. Jahrelang kein Schwein gejuckt. Dann hat er seine Primetime mal für eine paar Season, also so für eine halbe Season. Und direkt Nerf. Weg damit. Direkt. Ne, das ist so typisch Comtours. Ohne Witz. Unimusha Dunkel. Unbezwingbarkeit. Die Passive erhöht nicht mehr den Schaden um 30%, wenn man einen Gegner angreift. Ja, was soll ich da sagen? Ja. Ne, ja. Also ein paar. Ne, eigentlich alle, ne? Ja, alle wurden von der Kollabo jetzt schon angefasst. Das finde ich interessant. Das ist echt interessant an der Stelle, dass sie so schnell dagegen wirken. Aber die waren halt auch teilweise echt schlecht. Okay, Ezio Feuer. Meister des Attentats. Ignoriert die Verteidigung des Gegners um zusätzlich 20%, wenn ein Gegner ohne Vorteil für Effekte angegriffen wird. Ob es ihn jetzt besser macht oder schlechter macht, weiß ich nicht. Viele haben echt, also ich hatte echt viele Kommentare, die gesagt haben, dass der gut ist. Oder broken ist. Finde ich nicht, fand ich auch nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich ein bisschen gewundert, dass so viele den feiern. Ob das den jetzt besser macht oder nicht, weiß ich nicht. Ich finde den wahrscheinlich immer noch schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nun gut. Machen wir erstmal weiter. Ezio Wasserlicht. Ablenkung, das ist der zweite. Gewährt zusätzlich einen Konterangriff auf einem verbündeten Ziel. Okay, das ist ganz nett. Das hat auch Licht. Naja, das hat generell der zweite Skill so gesehen nochmal einen Konterangriff-Effekt mit in dieser Bedrohung drin. Ja, ist ganz nett an sich eigentlich. Das Problem ist nur der erste Skill. Ein Konterangriff geht immer auf den ersten Skill. Und der erste Skill ist bei denen jetzt nicht so geil. Finde ich persönlich. Wäre dann Stun, Deathbreak oder sowas wie bei Ivors, dann okay, da wäre cool. Aber da der erste Skill in der Regel nicht so viel macht von denen, naja. Jetzt hier dunkel, versteckte Pistole, passiv. Ein zusätzlicher Angriff bei deinem Zug wird immer als kritischer Angriff landen, sprich der Konterangriff, dieser, der nicht revenged werden kann, ihr wisst, was ich meine, der wird immer als Crit landen. Das ist ganz nett, das gibt ein paar Optionen, ihn anders zu bauen. Ne, man muss ihn nicht zwingend mehr Crit-Rate geben, wenn man nur auf den zweiten Crit aus ist. Man kann ihn ein bisschen tankiger bauen. Das Problem ist nur, lohnt sich das jetzt? Na gut, er hat auf den zweiten Deathbreak. Ja, aber ist vielleicht interessant, aber es gibt auf jeden Fall, ich sag mal so, es gibt mehr Variationen, ihn jetzt zu runen. Dann haben wir Ezio Licht. Luftattentat. Die Ablenkzeit der Fähigkeit Luftattentat wird um eine Runde verringert, wenn der Gegner besiegt wird. Ja, okay. Da hätte man was Cooleres draus machen können, muss ich persönlich sagen. Irgendwie eine weitere Runde oder sowas. Das wäre cool. So ein bisschen Carlos-mäßig. Ich glaube, das wäre ganz stark gewesen. Aber im Großen und Ganzen, ja, ist okay. Ist jetzt nicht, ist eigentlich nichts Schlechtes, finde ich persönlich. Ist aber auch okay. Ist ein guter Buff an der Stelle, denke ich. Aber macht es so viel aus? Weiß ich nicht. Bezweifle ich. Aber immerhin. Immerhin. Bayek Feuer. Ansturm der Wut. Verringert die Verteidigung des Gegners für zwei Runden mit einer Wahrscheinlichkeit von 30%. Effekt hinzugefügt. Ist das der zweite?
Ich glaube, der Bayek-Feuer war okayisch. Der war nicht so kacke, aber der war auch nicht so geil. Ob es einen Deathbreak jetzt angenehmer macht? Ja, wahrscheinlich. Der hatte, das war doch, ist das der Skill mit dem Silence? Dann vielleicht. Könnte also vom Schaden-Output her ein bisschen besser sein. Bayek Licht, gewaltsame Randale, stellt deine HP um 30% des zugefügten Schadens wieder her. Das könnte interessant sein tatsächlich. Das war doch der, der die HP zerstört. Das Problem war nur, dass die May, also die zweiterweckte Katze, Feuerkatze, wesentlich besser war. Kann das sein, dass das vielleicht jetzt ein bisschen besser ist? Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen besser ist. Für, vielleicht für BK-Zeug. Oh, das ist interessant. Oh, der Dunkelbayet. Wie passive. Mit dem Adlers dann. Entfernt einen vorteilhaften Effekt, nachdem man betäubt... nachdem man betäubt wurde. Von dem... was ist das denn? Da hätten die halt auch andersrum machen können. Erst strippen, dann stun. Das wäre doch wesentlich cooler gewesen. Davon abgesehen, dass es immer noch random ist. Also es wäre auch nicht so krass broken gewesen. Also, naja, okay. Ansonsten wurde der Schaden erhöht von Feuerwind und Dunkel Cassandra. Das ist der Deathignore, meine ich. Heldenhafter Schlag. Ivor, Wasserwind, Dunkel, Wurf, Axt, Wut. Verringert die Angriffsleistung mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% um 20%. Ach so, ja, 20% Attack Bar Reduced. Okay, mit Wurfaxt. Das ist die... das ist der zweite. Ja, ja, muss der zweite sein, ja. Okay. Ja, okay. Besser als nichts. Und dann haben wir Ivor Feuer Licht. Verringert, Effekt geändert. Verringert ist in absorbiert die Angriffsleistung des gegnerischen Ziels um 50%. Aha! Das ist schon mal wesentlich cooler. Das ist vor allem für die Licht-Ivor, das ist ja mega strong für die Licht-Ivor, weil die ja sowieso passiv ganze Zeit attackbar regeneriert, kriegt die jetzt noch 50% durch den zweiten. Das ist cool. Das könnte auch die Feuer-Ivor ein bisschen interessanter machen, weil sie schneller am Zug kommt. Und die heilt ja passiv, wenn sie nicht angegriffen wird. Sprich, also wenn du schneller wieder am Zug kommst und sie nicht angegriffen wird, weil du ja schneller am Zug kommst, regeneriert sie ja passiv schneller wieder diesen Heal da. Das könnte interessant werden. Ja, das ist nicht schlecht. Bourbon, Vanille, Cookie, Pudding, Prinzessin, Feuer. Oh, die ich letztens erst gezogen habe. Cool. Segen der Natur und Zeit zum Glücksstein passiv. Effekt geändert. Die Erhöhungseffekte der Angriffsleiste der Verbündeten gewährt wird um jeweils 30% erhöht. Wird geändert in die Verringerungseffekt der Angriffsleiste der Verbündeten von Feinden gewährt wird um 40% verringert. Die vom Feinden. Ah, das ist ganz nett gegen Control-Monster, oder? Also, wenn ich es richtig verstehe, ist das relativ gut gegen Chongpong, Savannah, alles, die Attackbar so hart zurückpushen. Der Verringerungseffekt der Angriffsleiste der Verbündeten von Feinden gewährt wird um 40% verringert. Das ist gegen den Chongpong sehr, sehr gut, glaube ich. Also gerade gegen Chongpong. Chongpong ist halt so das Monster, was halt alle Runde setzt. Und wenn das nicht mehr möglich ist, das ist nicht möglich, weil Chongpong ist... Also es ist möglich, wenn die Bar generell sehr gering ist, aber Chongpong resettet den Skill nur, wenn die auf 0 ist, die Attack Bar. Und das kann sie verhindern mit der Passiven. Das könnte so ein Anti-Chongpong-Monster werden. Die hat sehr viele Heal-Skills, ist so ein Bruiser-Monster eher. Könnte in der Hinsicht interessant werden. Muss man mal im Auge behalten für die nächste Welt der Arena-Season, wie hart da Chongpong noch gespielt wird oder CC-Units wie auch der Windrobo. Ne, das könnte so ein Anti-Countermeter-Monster werden, was gegen diese Control-Monster angeht. Dann Valkyrie Feuer, Feuersiegel, wurde ein Effekt hinzugefügt, das ist der zweite, das ist bei allen Valkyren der zweite. Entfernt einen vorteilhaften Effekt. Auch ein Single-Strip für Vanessa. Die wollen unbedingt Vanessa wieder irgendwie zurückbringen. Man merkt's richtig. Okay, ein Single-Strip auf den zweiten. Das ist ganz nett. Dann haben wir Wasser, also Camilla, Wassersiegel. Friert den gegnerischen Ziel für eine Runde ein. Okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ist das safe? Wo ist die Wahrscheinlichkeit? Wie hoch ist das denn? Oder ist das komplett ACC-abhängig? Okay. Und der Chroma kriegt einen Glancing für zwei Runden, was ich gar nicht so scheiße finde tatsächlich. Also ein Glancing und ein Silence. Finde ich nicht schlecht. Dann haben wir Laura. Füg proportional zu deiner Max HP und Verteidigung zu. Okay, also so gesehen HP und Verteidigung. Das ist ein Fast Stripper. Okay. Und greift alle Gegner an und erhöht die Verteidigung aller Verbündeten für zwei Runden. Wort geändert in
greift, erhöht die Verteidigung aller Verbündeten und greift dann alle Feinde an. Ah, okay, weil der Schaden ja mit dem Death skaliert. Das macht dann wieder mehr Schaden. Ah, okay, das ist okay. Ja, ist halt ganz cool. Könnte halt noch mal ein bisschen Schadenausput geben. Affenkönig Feuer, goldenes Haarband, passiv. Aktivierungsbedingung der Passiv hinzugefügt. Jedes Mal, wenn der Zug des Gegners endet, wird der passive Effekt aktiviert. Der muss nicht mal mehr angegriffen werden. Dadurch, dass er mit der Passiven ja die Attack erhöht. Das reicht jetzt, wenn der Gegner das Zug endet. Und das ist das, was ich meine. Er kann halt nicht gestunt, er kann nicht controlled werden. Machen wir es kurz und knapp. Er kann nicht controlled werden. Und der tut passiv, wenn der Gegner endet, seine Angriffskraft erhöhen. Sprich also, er muss nicht mal angegriffen werden. Ich mal, sag mal so, es ist bei einem CC-Team so oder so der Fall gewesen, dass der Monkey angegriffen wird. Ne, der Robo greift ihn an, Chongpong greift ihn an, alles, was so in die Richtung geht, würde den so oder so angreifen, weil es AOE-Hits sind. War nicht ein Mega-Unterschied. Aber ich finde es interessant. Könnte vielleicht auch, muss er unabhängig von einer Gegner-CC-Cleave sein. Oder Control-Meta-Team-Zeugs da halt, ne? Ich find's nicht schlecht, bin mal gespannt. Dann aber Kangirl Wind, rollende Kanone, Änderung der Fähigkeit. Greift einmal an, zweimal an. Erster Angriff gewährt dem gegnerischen Ziel zwei Runden lang den Unbewusstheitseffekt. Was war Unbewusst? Ist das Oblivion? Ja, AOE Oblivion? Nee, das ist rollende Kanone, warte mal. Welcher Skill ist rollende Kanone? Ja, greift alle Feinde mit einer... Hä? Ist Unbewusstsein Oblivion? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ist das Oblivion? Ich bin mir nicht sicher, ob das Oblivion ist. Auf jeden Fall, okay. Zweiter Angriff. Greift alle Gegner an. Fügt Schaden proportional zur Anzahl der lebenden Verbündeten zu. Okay, das ist ja wenigstens... Ah, haha. Damit kann man arbeiten, Mann. Das ist eigentlich ein echt solider, guter Buff für... Christina. Man muss aber auch sagen, Christina war vorher schon sehr populär, vor allem im BK. Ja, im BK Cleave-mäßig war sie sowieso schon da. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob Unbewusstsein-Effekt Oblivion ist. Scheiße, ich bin mir nicht sicher, aber ich meine schon. Wenn das ein AOE Oblivion ist und dann noch, ne, das könnte echt cool werden. Cooler Christina-Buff. Ich bin mal gespannt, aber das könnte interessant werden. Dann die Samurais, was wollen die mit denen denn? Das Schwert der höchsten Himmelswolf wird jetzt noch bei einem Zug aktiviert, gilt nicht für Konterangriffe für Team. Erhält Immunität und erzeugt ein Schild proportional zu deinem Level. Wenn Schwert des höchsten Himmelswolf aktiviert wird, erhält sofort einen Zug, wenn Schwert des Himmelswolf aktiviert wird. Der Schaden wurde aufgrund der Änderungen angepasst. Verringert die Angriffsleistung mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% auf 100? Okay. Stellt dem gegnerischen Ziel alle Vorteile und Effekte. Oh. Ey, das ist gar nicht so kacke, Mann. Okay, das ist gar nicht so shit, ey. Ansonsten, hier wurde ein paar Stats geändert von Ivor und Valkyrie. Ich glaube, Trinity ist das auch gut. Aber da bin ich mir nicht sicher. Ich bin nicht so auf dem Schirm Trinity. Aber es könnte gut sein. Ansonsten, Kampfengel Feuer wurde geändert. Und zwar die Erweckungseffekte. Resistenz weg. Inkredrate, wesentlich cooler. Und nicht Sophia, wie heißt die? Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Die Wind Battle Angel hat jetzt 15% Angriffsgeschwindigkeit Erhöhung. Das ist cool. Ansonsten die Assassinen haben Angriffstempo. Isabel hat 19% bekommen. Dann die Licht hat 30% Genauigkeit. Wind hat Crit Lead 19% und Feuer 25% HP und Wasser hat 25% Angriffskraft. Das könnte interessant werden, wobei 19% Isabel weiß ich nicht so genau. Vielleicht auch wieder Gilden-Content da vielleicht. Also, es gibt viele Änderungen, die obvious waren, die viel mehr oder weniger klar waren, wie zum Beispiel Manon. Meerjungfrau, also Molly war sehr unerwartet. Unimusha ist so typischer Comptoas-Move. Dass die Ezio, also hier die ganzen Assassin's Creed Units jetzt schon drin sind, das wundert mich halt sehr stark. Das hätte ich nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist echt unerwartet. Also ich hätte eher mit dem nächsten Balance-Patch gerechnet, muss ich sagen. Ein paar Sachen sind ganz interessant. Viel geht Richtung RTA-Meta. Das merkt man. Ne, also viele der Monster, die hier so ein bisschen aufgelistet sind, die sind hart gegen die Meta, die in der RTA herrscht. Ne, wie zum Beispiel Oliver. Ne? Oliver auch, hier die Feuerbonbon-Tante. Sprich also, er kann nicht mehr die Bar auf 100% nehmen. Wegen der Passiven von der Tante. Also ich hätte, das geht gut. Oh Leute, ich kann das. Was war das?
Und das war's meiner Meinung zum Balance Patch. Fazit, nette Sachen bei. Viele, naja, eigentlich, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt nur, kann ich an der Hand abzählen, die ich nicht so geil fand oder die fragwürdiger sind oder sowas. Ist jetzt auch nichts Bombastisches bei. Sagen wir mal, es ist nichts krass Wildes, mega awesome bei. Aber, ey, solider Balance Patch, muss ich ganz sagen, ist solide, ja? Geht viel Richtung RTA-Kram, wenig Gildenkram. Außer Molly wahrscheinlich und Manon so ein bisschen. Aber ja, das ist okay. Ist okay. Vieles war obvious, dass passiert. Vieles war unerwartet. Und vieles auch sehr gut. Und manches ein bisschen fragwürdiger. Eigentlich fragwürdig finde ich hier gar nichts. Bis auf die Madeleine-Cookies, die mich so gar nicht interessieren, ist eigentlich nichts bei, wo ich sage, boah, was ist das denn? Finde ich eigentlich okay. Der Provoke wurde da noch. Ja, ist okay. Ja, ich bin durch. Könnt ihr gerne mal eure Meinung schreiben zu dem Balance-Patch. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Haut rein. Tschüss.